viel erlebt bei seiner Ankunft, seit seiner Ankunft. Jeffrey hatte ja schon viel erlebt seit seiner Ankunft auf dem Planeten. Aber was er jetzt sah, kannte er nur aus Märchen. Die Sträucher, die so gefährlich aussahen, wichen beiseite, als Tamtam sie berührte. Ja, Entschuldigung, aber was er jetzt sah, kannte er nur aus einem Märchen. Die Sträucher, die so gefährlich aussahen, wichen beiseite, als Tamtam sie berührte. Wie cool ist das denn? Kam es aus Jeffreys Mund, der jetzt begeistert in die Gasse schaute, die sich gebildet hatte. Komm, wir müssen uns beeilen. Der Gang fließt sich bald wieder, sagte Tamtam und huschte durch den Gang. Jeffrey folgte ihm. Draußen angekommen, fegte ein leichter Wind an den beiden vorbei. Tamtam duckte sich, zog Jeffrey am Arm zu sich nach unten und sprach ganz leise. Ab jetzt müssen wir die Augen offen halten. Überall kann der Feind auf uns lauern. Also sag mir sofort Bescheid, wenn du jemanden siehst, der komisch aussieht. Hast du gehört? Jeffrey sah ihn verdutzt an. Für mich sieht hier so gut wie alles und jeder komisch aus. Was meinst du denn genau?